Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Ja, weiter geht's. Hier wird weiterhin Erde aufgeschüttet. Ihr kennt das ja, irgendwie gibt's immer mal wieder alle 10 bis 20 Folgen mal so eine Phase, wo ich unbedingt mein Plateau noch erweitern muss. Und dann zieht sich das halt ein bisschen, ne? Das ist halt so, ich habe interessanterweise sehr viel Erde dabei, aber so langsam müsste das ja auch mal ausgehen, oder? Oh je Gott, das ist der letzte Block. Scheiße, ich hab's befürchtet. Oder der letzte Stack mit Blöcken, besser gesagt. Dann muss ich doch wieder irgendwo buddeln gehen. Allerdings werde ich dieses Mal natürlich nicht den Fehler machen und unmittelbar an meinem Versteck oder an meinem Lager buddeln, weil sonst habe ich dann irgendwann wieder überall Hohlräume. Also jetzt mal abgesehen von denen in meinem Kopf. Hätte ich dann unterm Haus auch noch welche. Und, oh, wo ist denn jetzt? Habe ich einen Block weggeschmissen? Sauerei! Und dann machen hier die Zombies wieder Rambazamba und ich kann wieder stundenlang suchen und überlegen und dann rege ich mich wieder auf, weil es irgendwo klopft oder weil es scharrt oder grunzt oder sonst irgendwas röchelt. Und dann haben wir wieder nochmal so viel Arbeit, um die Scheiße wieder aufzuräumen. Ist ja jetzt gar noch nicht so lange her, dass das passiert ist und deswegen will ich das jetzt vermeiden. Dann werde ich das einfach in Zukunft unterlassen mit diesem Buddeln unter meinem Lager. Das ist, glaube ich, ganz schlau. Ein Skelett. Das wird getötet. Das ist nett. Autsch. Wie jetzt ein Leben? Willst du mich einfach verarschen oder was? Wegen einem Leben. Was bist du hier, hä? Drecksvieh. Die hat sich sowieso am allermeisten. Die machen immer alles kaputt. Das sind so wirklich die destruktivsten Mobs oder Gegner, die es in irgendeinem Spiel gibt, glaube ich. Wo klappert's denn da? Ach, war das da vorne auf der Weide? Da vorne ist eins. Das lassen wir einfach mal da sein. Wichtig ist natürlich auch, dass wir nebenbei wieder ein bisschen Erfahrung sammeln. 8 Level habe ich schon wieder beisammen. Es geht ja doch relativ schnell. Ich glaube auch, ich habe davor schon, bevor ich jetzt so oft gestorben bin, recht viel rausgebombt. Genau, Knoten in der Zunge läuft. Rausgebombt, indem ich hier mein Zeug repariert habe, was ja teilweise echt unnötig ist. Eigentlich lohnt sich das, glaube ich, erst, wenn eine Verzauberung drauf ist, damit man die eben nicht wieder neu verzaubern muss. Aber sei es drum, man lernt ja nie aus. Jetzt habe ich halt ein paar repariert. Apropos, Diamanten ist auch so ein Punkt, ne? Sollte man sich eventuell mal wieder besorgen? Alter, willst du mich einfach verarschen hier am Fenster oder was? Bist du dumm? Jetzt kann ich nicht schlafen, weil du hässliches Rexvieh an meinem Fenster hockst oder was? Na warte. Dir werde ich zeigen. Hua, Drecksvieh. Seht mich an, ich bin Legolas, der... Der Schrinks. Verstehe ich nicht. Richtig, ich auch nicht. Achso, da war ja was. Ich konnte da nicht drüber springen. Ich glaube, das versuche ich alle paar Folgen mal und ich raff's immer noch nicht, dass es nicht geht. Muss mal ein bisschen aufräumen, weil scheinbar will der nicht schlafen, während hier Rambazamba ist. Um Gottes Willen. Bloß weg, bloß weg, bloß weg, bloß weg. Da ist ein Creeper. Und zwar kommt er aus meinem Keller raus. Und das ist das, was ich angesprochen habe. Ich hätte meinen Keller ausleuchten sollen. Nein! Oh, fuck. Na gut, okay. Das kleine Loch können wir verkraften, glaube ich. Es geht halt wieder ein bisschen mehr Erde drauf, als eigentlich sein müsste, weil ich muss das natürlich wieder vollkommen ausfüllen. Wobei man sicherlich jetzt eine Ebene mindestens mit Steinen hätte zupflastern können oder mit irgendwas anderem, wovon ich eh viel zu viel habe. Weil man sieht's ja nicht. Wichtig ist ja nur, dass zu ist. Und dass sich da nicht nochmal irgendwas einschleicht. Aber ich denke mal, jetzt haben wir erstmal alle platt. Und dann können wir in der nächsten... Am nächsten Tag könnte man mal ausziehen. Also nicht uns ausziehen und wir ziehen auch nicht aus dem Haus aus, aber wir ziehen hinaus. Ist mir ein Verarschen oder was? Monster in der Nähe, Alter, am Arsch ist in der Nähe. Sag nicht, da hockt noch irgendwas im Keller. Hä? Da ist gar nichts. Wollt ihr mich verarschen oder was? Was ist da los? Ja, wo sind die blöden Viecher jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Aha. Der werte Herr Creeper. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen Land gewinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gewinnen dadurch viel Land, weil er es einfach nicht wegspringt.
Und jetzt. Nee, warte. Jetzt! Ja, das war natürlich so geplant. Ich wollte euch testen, ob ihr dann auf Zack seid, wenn ich nochmal schieße. Nee, Quatsch. Creeper ist tot. Das muss aber langsam mal reichen, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Creeper soll ich noch erschießen? Beziehungsweise, wie viele kommen denn da noch? Laufe ich einmal drum rum, ob da noch mehr Spinnen hängen? Und bräuchte... Ah, 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 Freundchen. Du bleibst mal weg. So, und tschüss. Jetzt hättest du einen Besen gebraucht, mit dem er schlicht und einfach diese Spinnennetze wegmacht, wie man sie eben macht im Keller und so, ne? Mit dem Besenstiel. Sehr schön. Und dann noch ein Creeper. Den töte ich einfach nur dafür, dass es ein Creeper ist, weil das ist Grund genug, etwas zu töten. Um noch einmal auf das Thema zurückzukommen, gleichwertig mit einem Terroristen. Also, wobei, nee, ich will die Creeper nicht beleidigen. Trotzdem, wir töten sie. So, irgendwann habe ich mal in der letzten Folge angefangen mit einem Redeschwall, der nicht mehr enden wollte, bis ich auf den Timer geschaut habe und gemerkt habe, oh shit, wir sind schon längst drüber. Ja, also ich habe euch erzählt, was ich so ein bisschen machen will, dass ich mir natürlich viel vorgenommen habe fürs neue Jahr. Gerade was YouTube angeht. Ich will natürlich gucken, um so ein bisschen die Balance zu finden, dass ich sagen kann, okay, ich will möglichst vielseitiges Programm, aber ich will auch nicht, dass ich praktisch mein komplettes Leben außerhalb des Jobs, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, meine Freizeit, in Anführungsstrichen, nur mit YouTube zu bringen, das kann es nicht sein und das ist auch wirklich scheiße und ist auch nicht mein Wunsch, dass ich oft eine halbe Woche, eine ganze Woche nicht antworten kann auf Kommentare. Ich weiß, ihr habt mir das schon ein paar Mal zu dem Thema geschrieben, ihr findet das nicht so schlimm. Ist okay. Ich schon. Und das ist das Problem. Ich möchte das ja nicht. Ich habe ja gesagt, ich schreibe euch, ich lese eure Sachen und ich kommentiere auch. Und das will ich natürlich dann auch praktizieren, weil letztlich ist es so, erzählen kann man viel, man muss es machen. Und das ist, denke ich, auch mal das Problem, was viele YouTuber haben, dass die sich das eben vornehmen und das dann irgendwann einfach nicht mehr umsetzen können, weil es eben so viel wird. Aber ich will es halt trotzdem machen. Solange es geht, möglichst jeden Kommentar beantworten, wirklich. Ich meine, klar, wenn irgendwann mal so weit ist, dass ich wirklich, keine Ahnung, hunderte Kommentare kriege, man darf ja mal träumen, oder? Dann geht es halt sicherlich nicht mehr, dass ich auf jeden Kommentar instant und sofort antworte. Und auf jeden, aber oft ist es ja dann so, wenn die Community wächst, entstehen ja auch Diskussionen untereinander, die dann nicht mehr unbedingt einer Antwort von mir bedarfen. Oder wo man dann sagen kann, okay, da reicht eine Antwort, um das Thema komplett irgendwie zu beantworten. Was ja auch eine tolle Sache ist, ne? Ich habe euch ja schon gelobt, schon mehrmals, weil halt immer mal wieder so kleine Diskussionsrunden schon entstanden sind. Und dass dann eben Kommentare auch kommen, ohne dass ich was irgendwie dazu schreibe. Ich schreibe natürlich dann irgendwann schon mal, wenn ich denke, okay, jetzt ist mal Zeit, jetzt könntest du mal. Oder wenn ich dazu komme eben, dann schreibe ich natürlich noch was dazu. Aber ich finde es toll, dass ihr das auch ohne mich hinkriegt zum Teil. Und da wirklich diskutiert und euch austauscht. Das ist eine Community, Leute. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber das ist wirklich eine Community. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das schon so gut funktioniert teilweise. Natürlich bei der Menge an regelmäßigen Zuschauern kann es natürlich nicht jeden Tag stattfinden, das ist mir auch klar, aber es ist schon sehr oft passiert und das finde ich echt super. Finde ich echt gut. Nee, echt, wirklich echt cool. Vor allem dieses blöde Gestammle von mir, das klingt so aufgesetzt wie nochmal was, aber es ist es nicht, ehrlich. Ja, okay. Wo hatte ich noch gleich meine Fackeln liegen? Da. Da. Wodka. Ja, also wie gesagt, Wachstum ist natürlich immer ein Ziel, ist auch klar. Ich will natürlich so viele Projekte wie möglich haben, die unterschiedlich natürlich sind. Also was ich zum Beispiel vermeiden will, ist, dass zum Beispiel zwei Horrorspiele parallel laufen oder so. Gerade beim Horrorgenre ist es so,
Da reicht eigentlich eins. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich ein Horrorspiel gespielt habe, dann reicht mir das auch mal wieder für eine ganze Weile. Dann sage ich, okay, das muss jetzt erstmal nicht mehr sein. Die Nerven brauchen ein bisschen Erholung. Und ja. Ich will wieder was spielen, bei dem ich mir nicht fast in die Hosen scheiß oder so. Deswegen denke ich mal, ist diese Mischung aus Horror und ich sag mal in Anführungsstrichen normalen Survival Games, wie jetzt zum Beispiel This War of Mine oder sowas in der Art, oder auch Don't Starve, was ja auch eine lustige Sache ist, dass das halt sich so ein bisschen abwechselt, dass man hin und wieder dann eben ein wirkliches Horrorspiel hat. Und dann eben danach erstmal wieder auf demselben Slot allerdings ein Survival Game, ne? Wie es zurzeit eben ist mit This War of Mine. Danach folgt auf diesen Slot bestimmt wieder ein Horrorspiel. Ich kann mich noch nicht entscheiden, welches. Alien Isolation habe ich beispielsweise auch zur Hand. Müssen wir aber sehen, wie ich das dann hinkriege. Ich muss ja erstmal in GTA 5 dann reinkommen. I Am Brad gibt es auch noch. Sprich, das ist auch das Horrorspiel schlechthin. Aber das habe ich euch ja schon oft erzählt. Komm, wir machen jetzt mal was Lustiges hier. Wir buddeln einfach mal dieses Ding hier auf. Damit diese kleine Schlucht hier zu einer großen Schlucht wird. Und ich die ganze Erde einsacke. Das ist ja eigentlich das Ziel für heute, möglichst noch Erde zu sammeln und nicht sinnlos in der Gegend rumzurennen und irgendwelches Zeug zu erzählen. Das Zeug erzählen sollte eigentlich nebenher gehen und daneben wollte ich buddeln. Aber ja, wie ihr seht, ich krieg's schon wieder voll nicht auf die Reihe. Was soll's? Jetzt wird man einfach mal hier so ein bisschen umgraben, weil hier werde ich wahrscheinlich nicht so oft vorbeikommen. Man sieht es auch von meiner Bude aus nicht wirklich. Und dann passt es. Ja. Also wie gesagt, Ziel ist es, möglichst viel Abwechslung. Aber möglichst vielleicht nicht mehr 6 Videos am Tag, weil das ist dann vielleicht auch für euch zu viel. Für mich ist es auf jeden Fall zu viel auf Dauer. Wenn man will ja hin und wieder auch mal für sich zocken vielleicht und auch mal ein, zwei Tage wirklich mal sagen, okay, heute nehme ich mal nichts auf und nicht jeden Tag, keine Ahnung, 12.000 Folgen. Weil natürlich werde ich mir weiterhin Tage rausnehmen, wo ich dann nichts mache als aufnehmen, aber da muss auch mal wieder ein Tag Pause sein dazwischen, weil man kann eigentlich nicht nonstop Woche für Woche jeden Tag, was ja in dem Fall eigentlich umgerechnet so wäre, 6 Videos produzieren, das geht einfach nicht. Da gibt es einfach Tage, da fühlst du dich scheiße, da hast du keinen Bock, da bist du vielleicht mal krank, hast keine Zeit wegen Arbeit oder es kommt irgendwas dazwischen. Ja, dann stehst du da. Dann fällt halt hin und wieder mal ein Video aus. Das war jetzt bei Binding of Isaac letztens wieder der Fall. Allerdings kam da eben erschwerend hinzu, dass ich mit den Folgen an sich nicht zufrieden war und die deshalb gelöscht habe. Und ja, dann wurde natürlich schon aufgehorcht, weil es ausgefallen ist und gleichzeitig dann stattdessen ein Heroes of the Storm Video kommt. Ich habe es, glaube ich, bei Isaac schon erzählt. Das ist reiner Zufall gewesen, Freunde. War so eh nie gedacht, dass das eine das andere ersetzt. Ich hätte es halt dann sonst irgendwie um 20 Uhr rausgehauen oder so, also Heroes. Und das ist auch nicht so gedacht, dass ich da jeden Tag, keine Ahnung, 12, also jeden Tag ein Video mache und dann irgendwann das übelste Ultra-Projekt da am Laufen habe. Sicherlich, wenn die Beta jetzt dann startet, beziehungsweise gestartet ist, wird immer mal wieder eins kommen, aber eher sporadisch. Jetzt erstmal nichts Fixes. Ich muss selber erst noch so ein bisschen durch meine Findungsphase kommen im Spiel, ob mir das denn wirklich besser gefällt als LOL. Die Entwicklung beobachten natürlich von dem Spiel selbst. Die Entwicklung vom Interesse von euch hin natürlich. Und lauter so Dinge, die eben ja einen großen Teil davon ausmachen, ob ein Projekt Bestand hat oder eben nicht. Und das wird sich dann zeigen im Laufe der Zeit. Also Isaac hat natürlich weiter Bestand. Das macht mir selber so viel Spaß. Und das war halt Zufall jetzt, dass es der gleiche Tag war. Das eine fällt aus, dafür kommt was anderes. War jetzt so nicht gedacht. Aber genug davon, das reicht. Ihr seht ja, dass es weitergeht mit Isaac, von daher passt das. Sollte also nichts mehr geben in der Hinsicht. Dass hin und wieder mal ein Video ausfällt, ist klar. Es geht oft einfach nicht mehr. Aber einen komplett videofreien Tag, also ich glaube, da müsste viel passieren, dass es das mal geben wird. Ich will natürlich die Statistik dann halten und irgendwann mal sagen können, jawohl,
seit 50 Jahren jeden Tag ein Video, mindestens. Damit ich das auch weiterhin von mir behaupten kann, werde ich natürlich alles dran setzen, dass immer mindestens ein Video kommt. Und aus dem mindestens ein Video, was mal anfangs mein Hauptversprechen war, ist so etwas mehr geworden. Aber man muss halt, wie gesagt, das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass man eben das Interesse so ein bisschen weiträumiger setzen sollte und halt auch sich mal auf Neues einlässt, weil oft Sachen rauskommen, die wirklich lustig werden. Früher hätte ich so Zeug wie I Am Bread zum Beispiel niemals gekauft. Da dachte ich mir, oh Gott, was ist das für eine Scheiße, ey, ein Brot spielen. Heute sage ich, geil, ein sinnloses Spiel, her damit. Das muss Spaß machen und ja, ich habe es ja nicht bereut. Gut, okay, eigentlich schon, aber zumindest dem Kanal hat es gut getan und ja, muss auch sagen, wenn ich mir so ein Video im Nachhinein angucke, was ich ja zwangsläufig getan habe für mein Best-of damals, um Weihnachten rum, da muss man dann schon selber auch mal schmunzeln. Ne? Es ist schon lustig geworden, aber wenn man sowas spielt, dann denkst du dir echt, da verfluchst du alles und jeden auf dieser Welt. Und warum musste ich dieses Drecksspiel jetzt spielen und warum habe ich mir das vorgenommen? Hätte ich es doch sein gelassen. Solche Gedanken kommen ja dann, aber hey, im Nachhinein ist eine coole Sache. Es ist eine nette Abwechslung. Und ja, wie gesagt, man muss halt wirklich ein offenes Ohr haben, offene Augen haben für tolle neue Projekte, tolle neue Spiele, die eben rauskommen. Selbst wenn es nur Early Access Versionen sind, sieht man ja bei The Forest, bei I Am Bread, was ja auch eine Early Access Version ist und lauter so Zeug. Bei Heroes of the Storm jetzt und was es alles gibt. Viel Early Access natürlich, ohne dass ein komplettes Spiel ist. Aber oft sind Early Access Spiele schon besser als fertige Spiele. Teilweise sogar schon mit weniger Bugs und das ist echt wirklich bemerkenswert. Und deswegen lege ich mich niemals auf irgendein Genre fest. Ich würde niemals einen reinen Minecraft-Kanal haben wollen, ich würde niemals einen reinen Shooter-Kanal haben wollen oder irgendwie einen Rollenspiel-Kanal oder keine Ahnung. Manche machen ja nur diese JRPGs, also diese, ja, so Spiele à la Final Fantasy und so weiter. Auf sowas würde ich mich auch nie festlegen wollen. Sicherlich eine tolle Sache, aber es ist nur eins von vielen guten Genres. Von daher, eine Spezialisierung, wie es ja einigen empfohlen wird in vielen Guides, legt euch fest auf ein Genre, damit ihr eine konstante Fanbase habt. Das wird es niemals geben. Na, Shrinks ist so vielfältig wie die Spielewelt selbst und das wird auch immer so bleiben. Gezockt wird, was Spaß macht. Scheißegal, wie alt das Spiel ist, was für ein Genre das ist, wie sinnlos das Spiel nur so sein kann. Wenn es Spaß macht, wird es gespielt. Wenn es euch gefällt, natürlich umso besser. Und ja, da bin ich natürlich nach wie vor für Vorschläge offen. Ne? Ich wollte nur nochmal erwähnen, dass natürlich so Sachen wie Minecraft beispielsweise und auch The Forest damals aus Tipps von den Zuschauern hervorgingen. Ohne deren Kommentar hätte ich mir wahrscheinlich keines von beiden Spielen jemals angeguckt. Und mir wäre einiges in Gang. Deswegen, also, was das angeht, natürlich wieder mal, ich kann es ja echt nicht oft genug sagen. Und ich will es auch nicht zu inflationär benutzen, aber es ist einfach so, Katja, Gabi, danke euch dafür. Katja hat mich zu Minecraft geführt, Gabi zu The Forest. Und ja, wie soll ich sagen, das wiederum hat euch zu mir geführt, also andere Leute meine ich, was wiederum eine gute Sache ist und so ist das eigentlich ein ewiger Kreislauf. Und wenn ihr wirklich Spiele habt und sagt, jawohl, das könnte ich mir vorstellen beim Shrinks, dann schreibt es mir in die Kommentare und haut einfach raus, was Sache ist. Wenn es ein Early Access Spiel ist, wenn es 10 Jahre alt ist, scheißegal, wenn es Spaß macht, ich guck's mir an. Und wenn ich es dann irgendwie einrichten kann, klar, ich habe natürlich Vorstellungen. Ne? Ich gehe nach Priorität. Ich setze mir gewisse Prioritäten an Monaten, wie zum Beispiel jetzt gerade die Wintermonate, wo viele neue, gute Spiele rauskommen. Da habe ich natürlich eine Liste, mehr oder weniger, die ich dann immer so abarbeite. Beziehungsweise, ja, so Spiele wie Assassin's Creed und sowas in die Richtung wird natürlich immer Vorrang haben, weil es einfach meine absolute Lieblingsreihe ist. GTA ist fest eingeplant, das wisst ihr ja jetzt mittlerweile auch schon zu Genüge und lauter so Dinge. Aber
Ja, es wird ja irgendwann sicher mal wieder ein Slot frei. Ich meine, Binding of Isaac wird noch eine ganze Weile wahrscheinlich gehen, weil ich will da echt noch einiges reißen im Spiel. Aber irgendwann ist auch das mal vorbei. Ist das hier Meteoritenzeug, getrocknetes oder erkaltetes? Glaube schon, ne? Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den blöden Zombie wegkriegen mit seiner Goldrüstung. Natürlich nochmal Erfahrungspunkte und eventuell was Schönes. Weiß ich jetzt nicht, was er gedroppt hat. Ich guck nachher mal. Jetzt hacken wir das erstmal weg. Ob da überhaupt potenziell Meteoriten noch drin sind, ich habe das schon wieder vergessen. Aber ich glaube, dieses erkaltete Zeug, das wirft nicht mehr so viel ab. Meteoritenbruchstück. Naja, gut, okay. Also es kommt noch was raus. Ist da die Frage jetzt, ob hier potenziell auch noch diese Meteoriten oder Alien Creeper spawnen können, weil die droppen so eine Essenz, mit der wir irgendwie unser Schild nochmal verstärken können. Also dieses Meteoritenabwehrsystem, was ich da mal irgendwann installiert habe. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Also ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich bisher nur einmal eine Begegnung mit denen hatte und das war tatsächlich, als das Zeug noch gebrannt hat teilweise, also wirklich kurz nach dem Absturz. Und ich meine, dass ich auch vor kurzem eh schon an der Stelle vorbeigelatscht bin und ja, ich war so fokussiert auf Zuckerrohrenzeug, dass mir das einfach entgangen ist. Aber ich sehe, der Einschlag ist jetzt gar nicht mehr so weit weg gewesen von meinem Grundstück. War es vielleicht auch echt eine gute Idee, das endlich mal aufzustellen. Also auch das war wieder ein toller Tipp aus dem Publikum. Katja, mehr sonst. Und natürlich danke ich auch allen neuen Zuschauern für die tollen Kommentare, für die Tipps, für die Vorschläge, die schon kamen. Ich werde natürlich irgendwann ein anderes Minecraft-Mod noch spielen, das ist klar. Aber ich denke mal, dass ich noch weit davon entfernt bin zu sagen, oh fuck! Das musste ja jetzt kommen, oder? Also richtig Schaden hat er jetzt nicht gemacht, ne? Mann. Aber er hat jetzt auch nichts gedroppt. Und er hat auch irgendwie nichts in die Luft gejagt. Faszinierend. Kann er das irgendwie verhindern, dass die explodieren? Weil ich meine, ich bin ja schon recht nah dran gewesen jetzt. Vielleicht mal von weiter weg buddeln. Wo? Wo? Hier? Da funkelt doch was, oder? Wo? Wo? Da! Ja! Sternschnuppe! Jetzt habe ich wieder einen Wunsch frei. Endlich mal wieder, nachdem ich das letztes Mal ja übelst versemmelt habe, landet das Ding praktisch vor meinen Füßen und ich krieg's nicht hin, das Ding zu holen. Also, ja. Was soll ich dazu sagen? Besser nix. Das ist auch schon wieder ein Creeper am Start. Alter Falter. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Problem ist natürlich auch, dass ich jetzt keinen Rucksack habe. Und Problem ist auch, dass ich schon wieder massiv überzogen habe. Tut mir leid, ich wollte die Scheißfolge noch kürzer machen. Das ist auch eins von den Zielen, das ich irgendwie nie einhalten kann. Ich will euch ja die Chance geben, noch was anderes zu sehen. Daher würde ich sagen, machen wir jetzt. Nein! Oh, was haben wir denn da? Der hat mich zwar jetzt fast getötet, hat aber ziemlich viel freigelegt, unter anderem Diamanten. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt natürlich potenziell einen weggesprengt hat, der da hätte geerntet werden können. Aber was soll's, jetzt tötet man die Spinne noch. Weil sonst komme ich ja hier zu gar nichts. Und dann war's das für heute, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir was in die Kommentare. Gebt mir ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video. Zeigt es irgendwie euren Freunden oder so. Keine Ahnung, wen es interessiert. Und wenn sie es nicht interessiert, checkt sie ihn trotzdem. Nee, Quatsch, ernsthaft. Danke, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.